Herzlich willkommen bei der Klöppeloma. Heute soll es also endlich hier mal weitergehen. Ich habe jetzt dieses Band soweit fertig geklöppelt, bis ich jetzt da unten das verbinden muss. Und zwar wollte ich euch noch mal eben zeigen, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit dem Umklappen. Ich hatte ja da abgeschnitten, da ist mein Kissen zu Ende, dieses kleine Kissen. Ja, da ist es zu Ende. Jetzt habe ich die fertige Spitze hier einmal umgeklappt und hier neu aufgesteckt. Und jetzt kann ich da mit meinen Zauberfäden, kann ich das Teil hier miteinander verbinden. Also Anfang und Ende verbinden. So, jetzt legen wir die mal hier ein bisschen an die Seite. Hier sind meine Zauberfäden. Hier sind einmal die von der linken Seite. Und hier habe ich die von der rechten Seite. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das geht. Ich werde auch hier immer die Paare reinnehmen und dann im Leinenschlagband rauslegen. Dann können wir uns da schon mal die ganzen Knoten sparen. Dann sparen wir uns an jeder Seite, die hier reingehen, das wären vier Knoten an jeder Seite, die wir uns da schon mal sparen können. Weil wir da einfach im Leinenschlagband die Paare abschneiden können. Da brauchen wir nicht Knoten. So, und die Zauberfäden, die habe ich da jetzt drin, damit wir da besser in die Ösen da reinkommen. Darum sind die Zauberfäden da dran. So, jetzt legen wir die hier erstmal an die Seite. Diese hier. Erstmal gucken, ob alles richtig liegt, dass da sich nichts verdreht hat jetzt mit dem ganzen Umbau. So, da ist alles korrekt. Jetzt komme ich hier, da habe ich ja hier diese Verbindung zum rechten und linken Band gemacht. Das einmal gedreht und mit dem Teil gehe ich jetzt hier noch einmal im Leinenschlag durch. So. Denn ich nehme erst ein Paar rein und dann wird ein Paar rausgelegt. Aber nicht das neu eingelegte Paar, sondern ein Paar, was da schon drin ist. Jetzt, da muss ich mal eben wieder aufwickeln hier. Die Schlagwechseldrehung, hier kommt wieder der Ganzschlag. Das ist alles, wie wir es schon kennen. Ich habe auch in anderen Videos, wo ich hatte ja schon öfters diese Bänder gemacht, mit anderen Mustern innen drin. Aber im Prinzip, Anfang und Ende bleibt immer gleich. Da könnt ihr euch auch nochmal angucken, wie das mit dem Zauberfaden geht. Ich habe es nicht jedes Mal mit Zauberfaden gemacht. Ich habe es auch anders gemacht. Da müsst ihr einfach mal gucken und euch da den passenden Film daraus suchen. So. Erst jetzt wieder nach links aufpassen, dass sich hier die Paare nicht verdrehen und alles schön stramm ziehen. So, jetzt bin ich hier an der Stelle, wo wir jetzt das erste Mal mit dem Zauberfaden arbeiten. Den nehme ich mir jetzt hier mal. Aufpassen, dass ihr nicht einseitig zieht. Und hier kommt euch natürlich zugute, dass da mit verschiedenen Farben gearbeitet wird. Also Farben, die man wirklich gut unterscheiden kann. Jetzt habe ich hier an der rechten Seite, da hier, ist praktisch von unten, kommt mein Paar mit der Öse. Nicht mit dem Knoten, mit der Öse. Da stecke ich jetzt einmal den linken Klöppel rein. An dieser Seite jetzt hier, den mache ich ein bisschen länger, damit ich Faden habe, um durchzuziehen. Dann ziehe ich hier an dem Ende mit dem Knoten und ziehe mir da praktisch den Faden da durch mit der Schlaufe. Da kommt er. So, jetzt müssen wir da
Nichts verdrehen, aufpassen. Da habe ich die Schlaufe. Jetzt habe ich hier natürlich die zue Schlaufe. Jetzt muss ich den Knoten mir aufschneiden. Da müssen wir jetzt den Knoten abschneiden. Moment. Na. Damit ich da den Zauberfaden rausziehen kann. So, jetzt stecke ich den anderen Klöppel von unten rein. So, jetzt habe ich da die Verbindung. Also mein Zauberfaden dient nur dazu, dass ich da nicht in der kleinen Öse da so rumfummeln muss. Ist nur ein Häkelnadelersatz oder Smyrna-Häkchenersatz. Jetzt stecke ich mir da aber erstmal wieder die Nadel in die Schlaufe zurück und mache hier fest. So, hier habe ich also jetzt die Nadel wieder zurückgesteckt da in diese Öse, damit ich mir da nichts verziehe. Jetzt gehe ich mit dem Läufer 2 Leinenschläge nach rechts, mit dem dritten Rissbar und mit dem vierten Rissbar mache ich einmal kreuzen und lege dann das rechte Paar nach oben weg. Das kann später ganz knapp abgeschnitten werden. Jetzt gehe ich mit meinem Läufer weiter. So. Schlagwechseldrehung. Und hier den Ganzschlag, den Extradreh. Die Nadel. Und schließen, wieder nach links, komplett durch, so, dieses Paar kommt auch noch mit rein, so, jetzt habe ich hier wieder den nächsten Zauberfaden, wo ich mir jetzt den Läufer wieder durchziehen muss, also dieser eine Faden vom Laufpaar. Das ist der gelbe Zauberfaden hier. Rechts habe ich die Schlaufe und links den Knoten. Die Schlaufe kommt von unten, sodass ich da den Lauffaden jetzt von unten praktisch durch die Öse ziehe. Jetzt ziehe ich da erstmal mir das stramm, so, den weißen Faden, den Klöppelfaden ein bisschen länger lassen, damit ich Luft habe, da durchzuziehen. Jetzt muss ich da den Zauberfaden wieder rausmachen. Na, so, da schneide ich jetzt erstmal den Knoten auf, sonst komme ich da nicht dran. Wer es ohne knoten kann, umso besser. Aber ich knote mir die immer zusammen, weil ich mir die sonst aus Versehen da rausziehe beim Sortieren. Da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. So, da kommt der Zauberfaden weg. Jetzt gucke ich einmal hier, dass ich da nicht unnötige Dreher habe. So, und da stecke ich da in diese Schlaufe den zweiten Klöppel rein. Von unten nach oben. Und ziehe da auch wieder schön stramm. Da stecke ich auch wieder die Nadel zurück. Na, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich da dran komme, ohne, so dass ihr das auch sehen könnt. Da die Nadel wieder rein. Und dann alles schön anziehen. Aufpassen, nichts drehen. Und jetzt geht es im Leinenschlag wieder nach rechts. 2 Leinenschläge mache ich jetzt wieder. So. Dem dritten Rissbar und dem vierten Rissbar jetzt einmal kreuzen. Das rechte Paar geht nach oben weg. Mit dem Läufer, den habe ich hier, einmal ganz
nach rechts. Das mache ich jetzt viermal. Dann habe ich 4 Knoten mir schon an dieser Seite gespart. Jetzt haben wir natürlich nachher hier weniger Risspaare. Hier kommt jetzt erstmal wieder der Ganzschlag, der Rand. Dann können wir nicht mehr 2 Leinenschläge machen und mit dem dritten und vierten Paar, sondern da muss ich dann eher ein paar rauslegen. Aber nicht den Läufer rauslegen, darauf achten bitte. Immer nur die Risspaare einmal kreuzen und dann das rechte Paar rauslegen. So, möglichst mittendrin immer im Leinenschlagband, da fällt es dann überhaupt nicht mehr auf. Jetzt bin ich wieder hier, jetzt kommt der nächste. Da habe ich hier den grünen. Da mache ich jetzt erstmal das gleiche mit. So, hier bin ich jetzt beim letzten. Ich habe das letzte Paar mit reingenommen, mit Zauberfaden, wie wir es da oben auch gemacht haben. Jetzt muss ich noch einmal nach rechts und dann auch wieder ein paar rauslegen. Immer wenn wir eins reinnehmen, muss ja da auch eins raus. Das heißt, ich mache jetzt, weil ich ja hier nicht mehr so viele Risspaare habe, mache ich nur einen Leinenschlag. Mach mit den nächsten beiden hier, das zweite und dritte Paar, einen Leinenschlag, die miteinander und leg nach oben weg. Ich habe hier meinen Läufer, der geht jetzt natürlich weiter nach rechts. Hier mache ich schon die Schlagwechseldrehung und dann kommt hier schon mein Rand. Und dann werden hier noch die letzten Paare eingehangen hier, beziehungsweise hier mit den Zauberfäden abgeknotet, wie wir das dann auch schon gemacht haben. Da habe ich hier einmal, da kommt das Goldpaar drauf. Das Goldpaar und den Läufer mache ich da und die anderen beiden an dieser Stelle hier. Das heißt, ich bin hier mit meinem Läufer jetzt angekommen, auch mit dem Goldpaar bin ich hier. Und die knote ich jetzt hier ab. Jetzt lege ich die mal eben an die Seite. Da habe ich hier auch wieder ein lila Paar. Immer gucken, dass rechts die Schlaufe ist. Da stecke ich jetzt erst das weiße Laufpaar stecke ich jetzt da rein, einen Klöppel davon und ziehe jetzt hier mal durch. Jetzt muss ich da mal eben die Nadel ein bisschen hochziehen, sonst komme ich da nicht vorbei. So, jetzt muss ich die hier rausziehen. Jetzt habe ich da natürlich zu stramm. Dann kriege ich den Faden da nicht gezogen. Ein bisschen länger machen hier. So. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt sehen hier. Jetzt ziehe ich da einmal mehr den Faden dadurch. Aber der will nicht, merke ich schon. Der will nicht so richtig. Das heißt, ich ziehe mal die Nadel hier raus. Dann geht es vielleicht besser. Na, wieso kriege ich die denn da nicht rausgezogen? Diese Dame, das muss da jetzt durch diese Öse hier. Opa. Das ist aber jetzt nicht so schön. Da muss ich mal gucken. Also normal geht das jetzt da durch. Ja, das ist hier natürlich sehr verdreht. Was da dran liegt. Mal gucken, ob wir das... Drehung aufmachen, das geht auch nicht. Ah, da ist es. Ja,
weil wir da den, da hatte ich den Faden so sehr verdreht. Da muss man also dann aufpassen. So, jetzt kann ich hier erstmal wieder den Zauberfaden entfernen. Na, ich muss hier aufmachen. So. Zauberfaden entfernen, Knoten abschneiden und den Zauberfaden raus. Jetzt mache ich da mal eben diese vielen Dreher auf. So, jetzt kann ich den anderen weißen da noch reinstecken und dieses Goldpaar. Und da setze ich dann ein beziehungsweise zwei kleine Knötchen drauf. Ich mache die aber erst hier alle mal fest. So, und da stecke ich auch mir die Nadel wieder zurück in die Öse. Gucken. Ja, das tut mir leid, das könnt ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht so sehen, was ich jetzt hier mache. Da habe ich dann meine Hände vor. Ja, so, da rein. So, und dann kann ich die hier abknoten. Zwei kleine Knötchen drauf und kurz abschneiden. Und die Knötchen fixiere ich dann mit ein bisschen Textilkleber. Jetzt habe ich hier noch einen Zauberfaden. Da ist noch einer. Und da knote ich genauso jetzt die anderen Paare ab. Einmal stecke ich den hier da rein. Und muss da auch wieder, zahle ich das hier erstmal fest, ziehe ein bisschen vor. Da ist er schon. Ja, in dem Moment, wo man es durchzieht, drehen die sich da, aber die machen wir wieder auf, die Dreher hier. So, Knoten abschneiden und den Zauberfaden entfernen. Wenn man da ein bisschen Übung hat, geht das wunderbar. Jetzt stecke ich die anderen beiden Klöppel auch noch da rein. Alles in die eine Schlaufe und ziehe das alles schön stramm. Aufpassen, dass sich nicht unnötig was um eine Nadel wickelt. Dann haben wir hinterher ja auch nicht schön. Wird das auch nicht schön mit dem Abknoten. So, und dann mache ich hier, da habe ich vier Klöppel, die ich jetzt abknote. Ich gucke jetzt, dass die Fäden hier nebeneinander liegen. Schön stramm ziehen. Die ziehe ich nach oben nochmal ein bisschen stramm. So, erst die mittleren hier. Einen Kreuzknoten drauf, wieder zurücklegen. Dann die beiden rechten, einen Kreuzknoten da drauf und wieder zurücklegen. Links auch. Und wieder zurück, die Mitte nochmal. Rechts und links. So, dann können wir das später nach dem Fixieren da ganz kurz abschneiden. Erst lasse ich sie mal ein bisschen länger, damit ich es besser stramm ziehen kann nochmal. Und genauso gehen wir mit den beiden hier vor, mit dem Goldpaar und mit dem Weißen. Und dann sind wir an der rechten Seite schon fertig. Die linke Seite wird genauso gearbeitet. Und ich denke, das kriegt ihr hin. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Tschüss.